Ja, hallo, sehr verehrte Kommandanten bzw. Kapitäne in dem Fall. Schön, dass ihr bei World of Warships heute wieder dabei seid. Und wir sehen uns heute den Tier 8 Zerstörer Fubuki an. Ja, dieses Replay, glaube ich, hat potenziell richtig, richtig geil zu sein, weil der Damage ist exorbitant gut. Wir bekommen alles zu sehen. Er schießt auch endlich mal und nutzt seine Torpedos sowie seine Kanonen. Das finde ich ja sehr sinnvoll und sehr wichtig. In guter alter Manier wird der Anfang gespult. Das wisst ihr, das ist für die meisten hier nichts Neues mehr. Er spottet jetzt hier so ein bisschen den A-Punkt, aber da scheint niemand zu kommen. Und da hinten fährt er jetzt Richtung Gegner, boostet hier auch nochmal. So, und jetzt gehen wir ins Live-Gameplay. Da sehen wir, da haben wir uns knapp 4 Minuten oder über 4 Minuten gespart, weil in diesen 4 Minuten ist einfach nichts passiert. Eine Sache, ihr müsst aufpassen, bei 6,1 Kilometer geht die Fubuki auf. Torpedos direkt voraus. Und dementsprechend muss er natürlich aufpassen, gerade hier die Farragut, auf die er jetzt sogar noch drauf dreht, hat Potenzial, ihn hier gleich richtig zu nerven. Und man muss sagen, so eine Farragut, die ist eher unangenehm, aber scheinbar will er die jetzt so ein bisschen ärgern. Auf jeden Fall hat er durch dieses Aufgehen jetzt erstmal richtig dick schon mal einstecken müssen. Und jetzt nebelt er auch und schießt, hat er den ersten Ausfall und 2000 Damage an der Farragut leisten können. Aber die Torpedos, die für die Farragut bestimmt waren. Oh, wollte ich gerade sagen, die sind daneben gegangen, aber scheiße, nein, sind sie nicht. Er hat sie damit zerstört. Oh, ist das von der Farragut fatal gewesen. Der weiß doch, dass da der Zerstörer ist und der fährt so weiter. Ja, verdient der Abschuss, weil das muss bestraft werden. So, und jetzt geht er hier auf die Atago drauf, die aber sich hier jetzt von ihm wegbewegt, und er hat halt den Nachteil, er kommt halt gleich auch gar nicht mehr ran. Auf die Bismarck allerdings schon noch, muss aber da erstmal die Kanonen dahin drehen, sonst ist hier alles ganz weit weg. Die Stors könnte er wegmachen, 1100 Hitpoints, bewegt sich nach hinten, genau, ein bisschen da vorhalten, perfekt. Warum, wer bereitet denn die Stors so vor und lässt sie dann am Leben? So, jetzt braucht er noch einmal treffen. Und dann war es das auch schon. Schauen gut aus. Ja, das ist doch mal ein leichter Kill gewesen. Da liegt er schon auf dem Silbertablett und da muss man einfach nur noch abdrücken. So sollte es sein. Und wir haben schon ganze 7 Treffer mit den Kanonen. Warum hebe ich das so hervor? Ja, ihr habt schon das ein oder andere Replay hier gesehen, wo ich es kritisiert habe, dass Leute einfach nicht schießen. Und Gott sei Dank gibt es welche, die das doch machen. Hier jetzt Fubuki gegen Fubuki. Die Torpedos sind raus. So, er ist auf der Distanz. Man muss ja sagen, nach 20 Sekunden nicht schießen, dann geht man wieder zu. Also jetzt dauert es 20 Sekunden. Aber wenn ich teilweise eh schon weiß, von der Distanz her, das dauert länger und alles drum und dran, dann mache ich das so. Dann baller ich auch da mal raus. Und geh ein bisschen ein Risiko auch mal ein, also. Und jetzt ist man ja auch schon wieder zu. 20 Sekunden ist ja jetzt keine elendslange Zeit. Die Torpedos von der Fubuki, den konnte er gut ausweichen. Die waren jetzt keine Gefahr für ihn. So, da die nächsten Torpedos. Diesmal in einem sehr groß angelegten Fächer. Da jetzt will er sich wohl die Hipper mal da krallen. Die fährt von der Route her aktuell sehr planbar.
Aber er dreht noch nicht mit seinen Torpedos drauf. Scheinbar ist er sich selber nicht so ganz sicher. Auch die Nagato steht da verdächtig gut, muss man ja schon fast sagen. Könnte sogar AFK sein. Lässt sich jetzt erstmal noch nicht überprüfen, aber tendenziell wäre das möglich. Da vorne kommt gleich die Fubuki auch wieder. Muss er aufpassen. Sobald die an der Insel vorbei ist, sieht er die nämlich. Und umgekehrt, aber er dreht gerade weg, dann passt es. Und ich glaube ja, er denkt sich, die Nagato, die ist ein schniekes Ziel, du. Aber die Kanonen sind gedreht. Der kriegt aber auch schon deutlich Feuer. So, jetzt hier Fubuki gegen Mutsuki. Wobei die Mutsuki hier das Nachsehen hat. Aber Tier 8 gegen Tier 6 ist natürlich auch sehr undankbar. Aber er kann sich jetzt wiederum die Fubuki holen. Hat hier auch schon den Boost wieder an. Ist jetzt offen. Jetzt ist die Frage, da ist sie. Hat hier Glück, dass sie gerade noch ums Eck kommt, oder? 4 Treffer, aber... Und der Zieltreffer auf die Nagato. Ein Torpedo sitzt. Aber halt nur einer. So, er geht wieder auf. Das dürfte auch wieder hier die Fubuki sein. Die Nagato kommt ihnen jetzt entgegen. Also, wenn sie AFK war, dann ist es auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Aber wahrscheinlich hat sie einfach nur da gestanden. So, und jetzt geht er auf die Nagato drauf. So mag ich Zerstörer-Gameplay. Natürlich, hier kann man Stealth und so schießen und bla, man geht nicht auf. Und es ist sicherer, aber spannender zum Anschauen, finde ich. Und amüsanter, so wie er es hier macht. So, jetzt Smoke da. Man kann jetzt erstmal weiter drauf schießen. Der dreht sich jetzt, der fährt jetzt zurück. Er lässt hier noch eine seiner Salven der Torpedos sozusagen für bessere Zeiten aufgespart. Aber nee, vielleicht jetzt doch nicht. Hat jetzt nochmal nachkorrigiert und geguckt, aber denkt sich, nee, das sollte eigentlich passen, so wie die anderen da unterwegs sind. Schauen auch ganz gut aus. Und er kann hier weiterhin wirken und da kommen die Torpedos gut. Und da langt der eine und da ist er auch schon raus. Dritter Kill. Fleißig. Fleißiges Bienchen. So, und jetzt geht's da Richtung North Carolina. Steht da auch? Warum stehen denn die alle? Ist die AFK? Man weiß es einfach nicht. So. Ich glaube, einen weiteren Torpedofächer braucht es gar nicht. Habe ich so das ganz starke Gefühl. Ja, ich weiß auch gar nicht, was die North Carolina da macht, bitte. Aber jetzt setzt er doch nochmal ein paar Torps. Wurde jetzt nochmal ordentlich vorbereitet, also auch hier wieder ein Torpedo und dann langt es. So, jetzt ist bei B jemand am Cap. Das dürfte wahrscheinlich wieder die Fubuki sein. Torpedo kommt an, ja. Vierter Kill. Also wirklich, da muss man sagen, natürlich kann jetzt auch wieder jeder sagen, ja, der eine hat jetzt hier rumgestanden, da ist es ja keine Kunst, aber mein Gott, das ist das Spiel. So ist es halt nun mal. Und als ob ihr den Kill da nicht nehmen würdet, wenn er da so bereit liegt. Da vorne hat er jetzt aber mit der Tirpitz eine deutlich interessantere Aufgabe. Weil die ist noch rappelvoll. Aber jetzt muss ich erstmal schauen, wer denn da capt. Auf jeden Fall hat sein Team hier ganz klar das Hintertreffen. Noch 3 Schiffe gegen 6 beim Gegner. Davon auch noch einer im Flugzeugträger. Jetzt haben sie auch 2 der 3 Punkte und auch bei A sind sie dran. Also da muss man sagen, das Momentum liegt ganz klar beim Gegner. So, jetzt komm. Fubuki, du musst weg. 2 sollten eigentlich auch reichen. Jo. Passt. Da holt er sich die Krake. Und wie gesagt, jetzt noch die Tirpitz. Zeigt der Tirpitz mal,
was du kannst. So, er ist auch noch offen. Jetzt geht der Kreis zu. Jetzt heißt 6,1 Kilometer. Ist jetzt offen durch die Tierpits. Und jetzt macht es Sinn, mal nicht zu schießen. Wobei, jetzt macht er einen Smoke an. Da könnte er jetzt doch ruhig auch wieder Gas geben. Weil da kann er sich jetzt ordentlich auf die Tierpits austoben. Die Torpedos scheinen ganz gut zu kommen. Also die Tierpits hat er den Kurs nicht korrigiert. Und die kommen gut. Zwei, Alter, vier. Vier Torpedotreffer und da kommen noch welche. Ja, fünf Torpedotreffer. Leck mich am Arsch. Was hat denn die Tierpitz da gemacht? Das war eine ganz volle Tierpitz, die er aber mal komplett weggesnackt hat. Also Tierpitz, so macht man's nicht. Und auch da werden jetzt wieder einige sagen, ja, ist ja keine Kunst, weil der so weiterfährt, bliblablub. Das muss halt, das ist ja hier bei den Replays so. Natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu und natürlich ist es schön, wenn es so klappt und klappt nicht immer. Aber genau das macht es doch aus, hier mal Sachen zu sehen, die man auch selber gerne hätte. So, hier you, 45.600 Hitpoints. Auch die schreien ja förmlich nach ihm. Er hat jetzt selber keinen, der hier mit auf die Hiryu gehen wird. Und das Schöne ist, die Hiryu dreht auf ihn drauf. Hinten die Colorado, die hat genug noch mit Bismarck und Co. zu tun. Vielleicht nimmt sie die Bismarck noch raus, das wäre sehr wichtig jetzt für ihn. Dass der Gegner dann noch ein Schiff weniger hätte. Er geht jetzt auf durch die Hiryu. So, sehr gut. Colorado hat die Bismarck rausgenommen. Und das mit recht wenig Hitpoints ist jetzt auch raus. Und jetzt geht er auf die Hiryu los. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Hiryu hat hier jetzt nicht allzu viele Chancen. Er hat jetzt in Summe 6 Torpedos rausgehauen, aber 3 behält er noch. Weil ja klar, die Hiryu, die dreht hier den Kurs ab und er braucht hier noch ein paar Torpedos zur Sicherheit. Und jetzt kann man ganz ehrlich sagen, die hat hier keine Chance mehr. Höchstens, man kann es noch mit dem RAM-Versuch machen, aber normalerweise, wenn man einigermaßen guten Zerstörerspieler hat, dann klappt es nicht. Und da hat er diesmal der erste grobe Patzer, den ich hier ihm ankreiden würde, zu früh geschossen. Hätte warten müssen, bis er einfach die Breitseite besser bekommt, weil von vorne, so ganz frontal, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach immer noch deutlich größer, die Torpedos ins Leere laufen zu lassen, wie man es jetzt gerade perfekt gesehen hat. Also da wartet einfach noch die 5 Sekunden mehr ab, bis ihr mehr Seite zu sehen bekommt und dann legt los. Aber gut, jetzt macht das halt mit den normalen Kanonen. Und auch da hat jetzt die Hiryu keine Chance. Er holt sich jetzt hier dafür aber den Punkt C. Und da muss man sagen, er ist hier unglaublich fleißig. Jetzt der 7. Kill. Jetzt liegen sie ticketsmäßig auch wieder in Führung und haben auch noch den Vorteil, dass sie gleich 2 Cap-Punkte haben. Also wenn hier die Runde gewonnen werden sollte, dann ist aber der Anteil von ihm hier immens groß. Weil ohne ihn braucht man nicht drüber reden, wäre hier die Runde schon lang verloren gegangen. Und der Schuss war knapp auf ihm. Aber da hat er sich jetzt den Punkt geholt, 2 Caps, sie haben mehr Tickets, das läuft fantastisch. So, und jetzt müsste man eigentlich nur, oh nicht, oh Gott. Jetzt müsste man eigentlich nur hier geschlossen bleiben und einfach nur weg. Jetzt geht er hier nochmal durch die Flugzeuge auf. Das ist jetzt sehr riskant. Ich gebe ehrlich zu, ich würde hier eine größere Chicken-Taktik fahren. Ich würde wahrscheinlich einfach versuchen, die Atago, wenn sie in Cap fahrt, noch ein bisschen zu decappen und ansonsten die Tickets auslaufen zu lassen. Ja, aber jetzt ist er natürlich offen und die Distanz ist für eine Atago gar keine schlechte. Unter 8 Kilometer. Er bleibt hier weiter durch die Flugzeuge offen und das muss man sagen, das ist jetzt riskant, was er macht. Natürlich decappt er auch. Aber, wie gesagt, das ist nicht die Safe-Methode, sondern das ist die, ich besorg's dir jetzt mal richtig Methode. Bisschen riskant, aber ich find's umso spannender. Er bleibt hier konstant offen.
Oh, Atago, so nah dran. Aber er kann hier weiterhin decappen. Was die Atago jetzt lustigerweise macht, sie will unbedingt den Cap-Punkt haben, statt dass er einfach ihm hier nachstellt. Fehler der Atago. In dem Fall einfach nachfahren und hier den rausbollern, weil dann wäre die Runde sowieso gewonnen. Aber nee, Atago bleibt hier stur im Cap. Er muss jetzt aufpassen, fahrt er auf eine Insel auf. 50 Tickets noch. Hier die Torpedos, aber auch die, kein Problem. Und die von hinten auch nicht wirklich. So, also ich würde jetzt ehrlicherweise nicht mehr schießen. Ich würde es einfach das Game runterlaufen lassen. Aber das ist nicht seine Spielweise. Er will da einfach noch den ultimativen Kick sozusagen haben. Und den hat er definitiv. Und ich kann euch verraten und das Ganze hier schon mal abmoderieren. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. War eine sehr sehenswerte, spannende Runde mit einem super tollen Ende. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.